Wenn ich bei Instagram durch meinen Feed scrolle oder in den Reels drin bin, dann werden mir häufig Frauen und Mädels gezeigt, die ihre Skin-Routinen teilen. Und die sind alle wunderschön, haben richtig glowy Haut. Da ist kein Pickel, da ist keine Falte zu sehen. Es sieht einfach flawless aus. Richtig perfekt. Und dann tragen die sich immer noch Make-up auf, so eine Foundation. Und ich denke mir, Girl, why? Du hast es nicht nötig. Deine Haut ist so perfekt. Spar dir die Foundation und ich wäre auch gerne so eine, die morgens aufsteht, eine perfekt glowy Haut hat, richtig, richtig schön. Da ist kein Pickel, da ist keine Falte und ich denke mir so, die Foundation, die spare ich mir heute. Diese Person wäre ich gerne, aber davon sind wir sehr, sehr weit noch entfernt. Aber wir starten heute damit, beziehungsweise ich habe schon vor einigen Wochen gestartet, dieses Video zu filmen. Damals dachte ich, es wird einfach nur eine 14-Tage-Challenge. Ich bekomme wunderschöne Haut in 14 Tagen. Und hier seht ihr, womit wir angefangen haben. Ich habe in meinem Vorrat einiges an Pflegeprodukten. Und daraus werde ich mir eine Pflegeroutine zusammenstellen, morgens, abends. Und die werde ich jeden Tag ausnahmslos durchziehen. Und dann sieht meine Haut hoffentlich nicht mehr so aus. Und ich hoffe, ich kann diese Routine auch beibehalten. Mir wäre es lieber, wenn die ein bisschen reduzierter wäre, ein bisschen minimalistischer am Ende. Aber für den Anfang ist es mir auch ein bisschen wichtig, die Sachen, die ich habe, erstmal auszusortieren, also quasi leer zu machen, aufzubrauchen, bevor ich mir wieder was Neues hole. Und ich nehme euch mit. Ich zeige euch meine Haut ganz, ganz nah, wie es aktuell ausschaut. Und wir gucken im Laufe der nächsten 2 Wochen, wie sich meine Haut entwickelt. Man muss dazu sagen, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Routine oder sonst irgendwas, sondern habe halt immer mal wieder irgendwie eine Creme probiert, hier mal ein bisschen Augencreme aufgetragen, ach, Gesicht abgeschminkt, passt schon. Also ich war nicht so wirklich konsistent und deswegen war für mich erstmal wichtig, eine Routine zu finden mit Produkten. Und ich wollte da nichts Neues kaufen, deswegen habe ich einfach das genommen, was ich schon zu Hause hatte. Da war auch vieles dabei, was ich erstmal ausprobieren musste, ob das meine Haut so verträgt. Wie bekommen wir jetzt diese Problemhaut unter Kontrolle? Ich bin durch meine Sammlung durchgegangen und habe alles rausgezogen, wo ich so dachte, okay, damit können wir was anfangen. Es hat nicht unbedingt die optimalen Sachen da drin. Also wenn ich jetzt einkaufen gehen würde und alles neu kaufen würde, würde ich es mir vielleicht anders zusammenstellen. Aber wir nehmen einfach mal, was ich da habe und gucken, wie es funktioniert, wie es läuft. Wir starten damit von Matte Maski, ein Melting Matte Cleansing Mask 3-in-1 Formula for Sensitive Skin. Ich glaube, das ist ganz gut. Replaces your morning cleanser. Also das ist quasi eine Maske, die man morgens aufträgt. Dann nach der Reinigung kommt ein Serum drauf. Und zwar Marine Hyaluronics von The Ordinary. Diese Gesichtscreme von Kiehl's, die Ultra Facial Cream, die vertrage ich eigentlich ganz gut. Und war bisher das Einzige, was ich genutzt habe. In letzter Zeit funktioniert sie leider nicht mehr so gut. Und dann zum Schluss kommt noch ein Lichtschutzfaktor drüber. In einer idealen Welt würde ich auch die beiden kombinieren und hätte quasi eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor schon drin. Aber ich möchte mir nicht extra etwas kaufen und ich habe ja die Einzelbestandteile, deswegen denke ich, sollte das auch ganz gut funktionieren. Abends machen wir erstmal ein Double Cleansing. Zum Make-up entfernen habe ich hier von The Body Shop das Chamomile Cleansing Butter. Das ist so ein fester Cleansing Balm, den mag ich sehr, sehr gerne, der funktioniert sehr, sehr gut. Und dann für den zweiten Schritt der Reinigung habe ich von Garnier Hautklar ein Waschgel mit Niacinamid und BHA. Ich glaube, das wird ganz gut tun, diese Pickel vorzubeugen. Und dann abends braucht man ein bisschen mehr Feuchtigkeit noch. Deswegen habe ich hier ein Serum mit 3% Hyaluron. Und dann gegebenenfalls noch eine Creme oben drüber. Da nehmen wir einfach auch die von Kiehl's. Und was wir dann noch einmal die Woche machen, ist ein Peeling, um diese ganzen alten Hautschuppen abzutragen. Und da habe ich auch von The Ordinary das AHA und BHA Peeling. Das wird einmal in der Woche benutzt. Und das ist jetzt der Schlachtplan. Und dann benutze ich auch immer frische Handtücher. Ich habe hier diese kleinen, die regelmäßig ausgetauscht werden. Und alle paar Tage quasi ein neues kommt. Und das sollte doch auch schon helfen. Jetzt jeden Morgen die nächsten 14 Tage.
und gucken mal, was da raus wird. Zweiter Tag. Die Haut sieht ein bisschen besser aus. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht meine Haut, sondern wie ich mit ihr umgehe. Und ich habe das Problem, dass ich mir sehr oft ins Gesicht fasse, auch einfach unterbewusst, dass ich irgendwo sitze und dann landet die Hand im Gesicht. Und dadurch mache ich es ja nochmal schlimmer. Und zusätzlich, sobald ich dann irgendeine Unebenheit oder sowas spüre, kann ich es nicht lassen und muss da dran rumdrücken, bis es dann eben so ausschaut. Und das nervt mich sehr. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich damit umgehe, dass wenn immer ich merke, ich fasse mir ins Gesicht, dass ich irgendwas anderes mache und mich damit quasi ablenke, sodass ich nicht die ganze Zeit in meinem Gesicht rumdrücke, bis es so ausschaut. Man sieht es vielleicht gar nicht so arg, aber ich habe hier schon wieder so ganz viele kleine Hubbel, Pickel. Und die würde ich am liebsten ausdrücken. Aber ich versuche mich gerade zurückzuhalten, es nicht anzufassen, es nicht anzugucken und dann damit auch nicht auszuquetschen. Ist nicht so einfach. Tag 4 und hier, die Sachen sehen schon besser aus. Hier eigentlich auch. Ich habe jetzt hier einen neuen Pickel dazu bekommen. Wunderbar. Und irgendwo auf der Stirn war auch noch einer hier irgendwo. Habe ich natürlich ausgedrückt. Konnte ich mich nicht zurückhalten. Tja, schade. Aber meine Haut ist mit so viel Feuchtigkeit versorgt, wie schon lange nicht mehr. Das ist doch was. Diese Spiegel sind der absolute Endgegner. Okay, es sieht sehr lustig aus, aber man sieht da jede Pore, ey. Aber bei mir geht's aktuell. Sieht okay aus. Hier kam was Neues. Tag 5, by the way. Och, ich weiß nicht ganz genau, welcher Tag heute ist. Ich blende es hier ein. Aber wir haben hier ein Update von meiner Haut. Und ich weiß auch nicht, was es ist. Aber immer, wenn ich denke, ah gut, jetzt verheilt es, da kommt wieder ein riesen fetter Pickel nach. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber gut, mal gucken, wie jetzt die zweite Woche wird. Ich glaube, es ist jetzt eine Woche rum. Ja, hier kamen wieder so ein paar. Die sind am Verheilen immer noch. Irgendwie dachte ich am Anfang, das geht total schnell, dass das alles hier verheilt, aber jetzt eine Woche später ist es immer noch da. Hier kamen zwei neue und hier kam auch wieder was Neues. Ja, hier oben war ein riesen fettes Teil. Alle denken bestimmt, ich bin viel jünger, als ich eigentlich bin, weil welche erwachsene Frau hat solche Pickel? It's me! It is I! I have the Pickel! Naja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Update gemacht habe, ist schon ein paar Tage her und meine Haut sieht ein bisschen anders mittlerweile aus. Oh, wir ignorieren das hier alles einfach mal. Ich muss was an meiner Routine ändern, weil sie nicht funktioniert. Und ich glaube, ich weiß, was dafür verantwortlich ist. Und zwar habe ich ja von The Ordinary das Marine Hyaluronics Serum, ist es glaube ich. Meine Haut ist dermaßen schlecht geworden. Also ich meine, ihr seht, ich hatte so viele Pickel auf einmal. Und mir ist wieder eingefallen, warum ich aufgehört habe, das zu benutzen. Weil nämlich meine Haut damals genauso auch aussah und richtig, richtig schlecht wurde. Und ich werde es jetzt auch erstmal mit nichts anderem ersetzen. Also ich habe es jetzt schon 2 Tage nicht mehr benutzt und ich glaube, meine Haut ist wieder ein bisschen besser geworden. Also ich glaube wirklich, dass das der Übeltäter ist. Aber ich werde jetzt erstmal nichts ergänzen, um eben zu gucken, wie reagiert meine Haut, wird es wieder besser. Und eventuell dann erst wieder was Neues hinzufügen. Und eine zweite Sache, die sich ändern wird, ist die Sonnencreme. Ich werde weiterhin Sonnencreme benutzen, aber nicht mehr die von The Body Shop, weil die auf der Haut brennt. Und ja, ich habe sie jetzt ungefähr eine Woche benutzt und ich hatte immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ich habe jetzt die beiden Sachen quasi die letzten 2 Tage nicht mehr benutzt und meine Haut hat sich deutlich besser angefühlt. Also glaube ich, dass die 2 Sachen wirklich auch nicht gut sind, einfach für meine Haut und für mich nicht funktionieren. Sondern ich habe hier noch eine in meiner Sammlung gefunden. Von V-Sun, Catch the Sun, Parfümfrei, UVA, UVB, Infrared, High Protection, Waterproof. Also klingt eigentlich ganz gut. Muss ich mal gucken, wie die für mich auf dem Gesicht funktioniert, ob die klappt. Ansonsten brauche ich da vielleicht auch eine andere Gesichtssonnencreme. Aber jetzt schauen wir erstmal. Dadurch, dass ich jetzt
die Routine auch nochmal ein bisschen verändert habe, wird es auch ein bisschen länger dauern als 14 Tage, als am Anfang angekündigt, bis ich schöne Haut habe. Aber wir sind auf einem besseren Weg jetzt, glaube ich. Meine Haut sieht beschissen aus, aber mal gucken. Ich hoffe, in den nächsten Tagen wird es besser. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, neuer Tag, neues Update zu meiner Haut. Das letzte Update ist schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, welcher Tag wir mittlerweile sind. Aber eine 2-Wochen-Challenge ist das schon lange nicht mehr. Schade. Meine Haut ist bis auf ein paar Stellen, also hier sieht sie noch super schlimm aus, hier geht es eigentlich ganz gut aus. Das habe ich jetzt jedes Mal gesagt und ich habe jedes Mal geglaubt, dass es jetzt besser wird. Aber ich bin dieses Mal wirklich guter Dinge, dass es besser wird. Ich habe jetzt das Serum von The Ordinary rausgenommen und habe das jetzt ein paar Tage nicht mehr benutzt. Und ich merke schon einen deutlichen Unterschied. Also es kommt kein neuer Scheiß mehr nach. Deswegen glaube ich, es ist schon besser, aber immer noch nicht gut. Dieses Video hatte ich ganz anders geplant. Ich dachte, es kommt viel schneller raus. Aber that's showbiz, baby. Wir machen das spontan jetzt einfach weiter. Und mal schauen, wie lange es dauert, bis ich sage, meine Haut geht's gut. Und ich vertrage alles, was ich benutze. Das kann noch einige Zeit dauern. Kurzer Check-in mit meiner Haut. Und ich glaube wirklich, dass ich das The Ordinary Dingsbums da nicht vertragen habe, weil meine Haut mittlerweile so viel besser ausschaut. Es kommen kaum noch neue Pickel nach. Also, es läuft gerade sehr gut. Ich bin sehr happy, wie es ausschaut. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Meine Lippen sind immer noch dry AF. Ach, diese kalte Luft draußen, die Heizungsluft und dass ich viel zu wenig trinke, ist nicht optimal, aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Ach, es wird besser. Es ist mal wieder Zeit, nach meiner Haut zu gucken, denn eigentlich dachte ich, ich hole jetzt die Kamera raus und filme hier was und zeige euch meine wunderschöne Haut, weil ich war ja im Urlaub. In der Zeit habe ich nichts gefilmt, weil ich war im Urlaub und jetzt arbeite ich wieder seit 2 Wochen. Ja, 2 Wochen. Und seitdem ist meine Haut auch wieder schlechter. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier kommt was, hier kommt was. Hier mein Kinn ist richtig schlecht, hier auch einiges. Und ich kann euch sagen, in der Woche, wo ich Urlaub hatte, hat sich das, also sah meine Haut ganz anders aus. Ne? Nach dieser Woche hatte ich richtig schöne Haut, kaum Pickel, kaum irgendwie sowas hier. Also ja, es ist schon deutlich besser als am Anfang des Jahres. Aber ich dachte echt, ich kann jetzt dieses Video beenden und euch quasi zeigen, hier, meine Haut sieht gut aus. Aber jetzt arbeite ich 2 Wochen und meine Haut fängt schon wieder an, Pickel überall zu bekommen. Und ich kann es mir nicht erklären. Meine Routine ist immer noch die gleiche, die ich euch auch am Anfang gezeigt habe. Beziehungsweise wir haben es inzwischen drin ein bisschen modifiziert, ein bisschen was weggelassen. Aber das benutze ich jeden Tag. Und eigentlich war meine Haut auch gut dann. Und jetzt ist es für mich so, okay, wo kommt es her? Ist es jetzt, dass ich einfach mehr Zeit vorm PC verbringe und jetzt wieder mehr in meinem Gesicht rumfummel und es dadurch kommt? Oder ist es irgendwie stressbedingt? Stresst mich mein Job? Kann auch sein. Und das ist irgendwie sehr demotivierend, weil was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nicht meinen Job kündigen. Ich muss ja trotzdem weiterarbeiten. Also ich muss ja irgendeinen Job machen, will ich damit sagen. Ich kann den Job, den ich habe, schon kündigen. Ja, stehen wir hier. Es ist der 23. Februar. Ja, und meine Haut ist immer noch nicht tippitoppi einwandfrei. Aber immerhin schon mal besser. Wir beobachten das mal noch eine Woche. Bis Ende Februar mache ich mal noch. Bin ich dann auch wieder zu Hause. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man da wieder ein bisschen mehr Routine hat. Und dann gucken wir mal, wie meine Haut da ausschaut. Hola, ich bin wieder zu Hause und die Haut sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Zumindest, wenn man so ein bisschen auf Abstand bleibt, sieht es ganz gut aus. Und ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Es ist Ende Februar, also wir sind schon einige Tage dabei, zu gucken, was brauche ich eigentlich, um eine schöne Haut zu haben. Ich sehe kleine Erfolge. Das ist doch was. Oh, Leute. Gestern war ich so stolz auf mich, dass ich richtig gute Haut habe und dass ich so dachte, bald habe ich so richtig flawless Skin und alles richtig schön, wie gefotoshoppt, toll. Und heute sitze ich hier und kann euch zeigen, ich habe gestern wieder ein bisschen in mein Gesicht drin gedrückt. Unnötig. Es war einfach unnötig. Ich hätte
es mir sparen sollen. Und jetzt habe ich hier wieder so ein Riesending. Unnötig. Es ärgert mich tierisch, dass ich es gemacht habe, aber in dem Moment, ja, habe ich es gemacht. Immerhin habe ich mittlerweile so ein kleines Metallding und quetsche nicht mehr mit meinen Fingern rum. Das heißt, es entzündet sich nicht bis ins Endliche. Und ich kann es auch nicht mehr blutig drücken, wenn ich das Teil benutze. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Aber gut, es ist halt immer noch nicht, ne? Egal. Am Ende des Tages ist es einfach nur mein Gesicht. Es ist einfach nur meine Haut. That's it, ne? Es ist nichts. Es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, völlig perfekte Haut zu haben. Ich glaube, das ist das Learning von diesem Video. Es ist immer noch nicht vorbei. Fuck! Seit 2 Monaten versuche ich, das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und ich krieg's nicht hin. Das ist doch echt traurig. Aber es ist nur Haut. Es ist nicht so wichtig. Wir sehen uns. Nachdem ich mich die letzten Tage sehr, sehr hässlich gefühlt habe und alles an mir scheiße fand, angefangen von meiner Gesichtshaut, über meine Haare, über grundsätzlich alles, ist es heute wieder einigermaßen okay. Und ich glaube auch, die Haut ist heute einigermaßen okay. Ja, man hat hier noch so ein bisschen was. Hier kommt irgendwie was Neues nach, I don't know. Hier hatte ich irgendwie einen ganz komischen Pickel. Naja, hier oben hatte ich auch einen. Aber das verheilt gerade alles wieder und wir sind wieder auf einem ganz guten Weg. Hab gestern auch eine Maske gemacht und ja, ich glaube, das hat ganz gut geholfen. Mehr gibt's nicht zu sagen gerade. Es ist wieder Zeit für ein kurzes Hautupdate und bis auf ein bisschen was hier sieht es eigentlich echt gut aus. Und ich habe die Hoffnung, dass ich mich zusammenreißen kann und es in den nächsten Tagen schaffe, hier nicht dran rumzufummeln und Sachen zu machen im Gesicht. Und dass ich dann in den nächsten Tagen schöne Haut habe. Das wäre doch was. Also ich glaube, meine Haut sah jetzt während dieser ganzen Zeit nie besser aus und das macht mich schon stolz irgendwie, dass ich es doch ganz gut hingekriegt habe. Was auch ein Vorteil ist von dieser Challenge hier, die ich mache, ich war noch nie so konsistent mit meiner Hautpflege und Hautroutine. Also das hat vielleicht immer so ja, maximal 2 Wochen angehalten und dann habe ich es wieder schleifen lassen. Aber jetzt gerade motiviere ich mich doch dazu, das immer wieder zu tun, jeden Abend, jeden Morgen das Gleiche zu machen. Und das heißt auch, dass ich ganz viele von den Produkten langsam aber sicher aufbrauche. Und das ist auch voll gut, weil ich ja noch super viel in meinem Vorrat habe und ich da einfach mich durchprobieren kann und jetzt gucken kann, was passt zu meiner Haut, was funktioniert für mich, was möchte ich auch in Zukunft irgendwie weiterverwenden. Also zum Beispiel das Hyaluron mag ich sehr gerne. Da bin ich sicher, da werde ich mir auch wieder eins besorgen und auch die normale Feuchtigkeitscreme finde ich super. Bei den Waschgelen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das, was ich aktuell verwende, das Richtige ist, aber auch da habe ich noch 2, 3 andere bei mir im Vorrat, die ich jetzt dann einfach in den nächsten Wochen und Monaten aufbrauchen kann. Und das ist schon sehr cool. Das freut mich sehr, dass es da auch einfach weniger wird und ich den Vorrat aufbrauche und die Sachen nicht schlecht werden. Das ist ja auch immer so ein Thema, wenn man sowas ja mal anfängt, irgendwann kippt das Zeug und dass ich da jetzt einfach so gut vorankomme, das freut mich schon sehr. Das ist echt cool und es nützt ja auch meine Haut und tut ihr gut. Also nur Vorteile, das wirklich konsistent durchzuziehen. Konsequent? Konsistent? I don't know. Ich bin einfach total eloquent und kenne alle diese Wörter. Aber manchmal vergesse ich, wie man die richtig verwendet. Naja. Also, ich hoffe, das nächste Update ist dann mit wunderschöner Haut. Gestern habe ich gesagt, seitdem ich hier filme, war meine Haut nie besser und war ganz stolz auf mich. Und meine Haut hat sich gedacht, kein Problem, wir schicken da was. Und dann wache ich heute Morgen auf und habe hier einen riesen fetten Pickel. Man sieht ihn nicht so extrem, also ich glaube, man könnte das gut überschminken, aber er tut weh wie Hölle. Der ist richtig dick und fett. Macht mich schon ein bisschen traurig, ein bisschen sauer. Frage ich mich, was soll das? Ein bisschen unnötig. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Und ich muss mich gerade sehr zusammenreißen, dass ich nicht ständig hinfasse. Ich berichte euch, ob ich es schaffe, ihn nicht auszudrücken, ihn einfach zu ignorieren oder nicht. Aber bisher habe ich noch nicht so viel dran rumgefummelt. Bin ja auch erst seit
30 Minuten wach. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Naja, egal. Zu spät. Wir gucken wieder auf meine Haut. Und eigentlich sieht es ganz gut aus. Natürlich konnte ich es nicht lassen, hier rumzudrücken. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden eigentlich gerade. Und ja, schauen wir mal. Es wird doch langsam. Ich bin ein bisschen besorgt, weil meine Sachen jetzt langsam leer werden. Dass ich ja jetzt wieder neue Sachen quasi mit aufnehme in die Routine. Und dass es das dann wieder ein bisschen zerstört. Aber ja, ich glaube, so ist das eben, bis man findet, was man wirklich gut findet. Naja. Aber das Gute ist, wir brauchen einen Vorrat auf. Sehr gut. Gott, diese Frisur, ey, ich komme da nicht drüber hinweg. Aber morgen habe ich Termin zum Haare schneiden. Mal gucken, mit was ich zurückkomme. So, erstmal kurz noch Frisur-Check. Ich finde es ganz cute mit dem kleinen Pony. Und alles wieder schön kurz. Das finde ich ja am schönsten. Dann habe ich ein kleines Zöpfchen. Ja, sehr gut. Und meine Haut sieht aktuell auch sehr gut aus. Guck mal. Da verheilt ein bisschen was. Aber es kommt nichts Neues nach. Tippitoppi, mega gut. Ich mache auch mal Pony weg. Hier, da hat man hier irgendwie ein kleines Dings. Aber ansonsten alles richtig gut. Sehr schön. Seit gut 2,5 Monaten, 3 Monaten versuche ich, schöne Haut zu bekommen. Und ich glaube, ich war dem Ganzen noch nie so nahe wie jetzt. Ganz am Anfang dachte ich, ja, 2 Wochen, easy peasy. Und dann ist meine Haut richtig schön. Ich habe ein wunderbares Glow-Up und ein tolles Video, das ich mit euch teilen kann. Und im Nachhinein muss ich sagen, es war doch schwieriger als gedacht, schöne Haut zu bekommen. Gerade wenn man so ein bisschen sensiblere Haut hat, so wie ich, die einfach mal ein bisschen rumzückt, ist es gar nicht so einfach, Sachen zu finden, die funktionieren. Und ich habe aus der vergangenen Zeit doch einiges für mich mitgenommen. Falls ihr, so wie ich, ein bisschen sensiblere Haut habt, dann schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was so euer heiliger Gral ist, wo ihr sagt, der funktioniert. Mit dem hat sich meine Haut so viel verbessert und ist so viel besser geworden. Vielleicht gucke ich mir das mal an und probiere es aus. Ihr wisst, ich möchte erstmal meinen Vorrat aufbrauchen, aber wenn ich das so weiter durchziehe wie bisher, dann geht das doch schneller als gedacht, dass da einiges auszieht bei mir. Und da werden vielleicht die ein oder anderen Plätze frei. Also falls ihr Geheimtipps habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und jetzt teile ich mit euch meine Learnings aus diesem ganzen Video. Was habe ich gelernt und was würde ich anderen empfehlen, wenn sie auch irgendwie schöne Haut haben wollen? Das erste Learning, was ich habe, ist tatsächlich, ein Produkt kann dein komplettes Gesicht aussehen lassen, als wäre es wieder in der Pubertät, als hättest du Akne oder sonst irgendwelche Pickel. Naja gut, Akne, so schlimm war es bei mir nicht, aber wirklich als hätte man komische Pickel. Bei mir war es das Serum von The Ordinary. Es hat für mich einfach nicht funktioniert. Und da dann auch einfach zu sagen, egal wie viele andere Leute es dir empfehlen, wenn es für deine Haut nicht funktioniert, dann streich es raus, dann nutz es nicht weiter. Schreib das Produkt ab, es ist okay. Du musst es nicht verwenden, auch wenn andere quasi es empfehlen und es gut finden. Wenn es für dich nicht funktioniert, lass es sein. Und guck wirklich, was packst du in deine Routine mit rein, was packst du auf dein Gesicht. Und ja, wenn es nicht funktioniert, dann streich es wieder raus. Damit verbunden natürlich auch, man muss ein bisschen geduldig sein, bis man Produkte findet, die für einen funktionieren, bis man auch irgendwie rausfindet, was für eine Haut hat man eigentlich, was braucht die eigentlich. Dann auch was so, ja, wenn es euch so wie mir geht, dass man Pickel, die man sieht, gerne ausdrückt, dann würde ich echt empfehlen, dass man sich hier so ein Tool holt, mit dem man die ausdrückt, weil damit sich die Pickel blutig drücken, ist doch deutlich schwieriger als mit den Fingern. Also ich muss sagen, seitdem ich das benutze und das auch regelmäßig beziehungsweise immer desinfiziere und alles, entzündet sich nicht mehr so viel und mein Gesicht, also ich kann es nicht lassen, diese Sachen auszudrücken. Aber damit ist es nicht so schlimm, wie mein Gesicht hinterher ausschaut. Es verheilt alles viel schneller, es entzündet sich nicht. Also wenn ihr so wie ich seid und Pickel gerne ausdrückt, dann investiert in sowas und benutzt sowas. Es hilft wirklich. Hätte ich auch am Anfang nicht gedacht, weil ich auch am Anfang dachte, ja, wenn ich doch meine Hände vorher wasche und so, dann passt es doch auch. Aber es macht tatsächlich einen Unterschied. Und deswegen kann ich sehr empfehlen, sich sowas anzuschaffen. Dann was, wo ich sage, ist vielleicht auch typabhängig, ist bei mir auf jeden Fall so eine Sache. Ich habe gemerkt,
sobald ich den Stress runtergefahren habe oder mir nicht mehr so einen Kopf gemacht habe um Sachen, wurde meine Haut besser. Daher, wenn man irgendwie versucht, den Stress zu reduzieren, sich einen Ausgleich schafft, das hilft auch, zumindest bilde ich mir das ein. Der letzte Tipp und wahrscheinlich auch der wichtigste, ist nicht so nah an den Spiegel rangehen, ne? Also ich gehe ja super nah an den Spiegel ran. Wenn da noch so ein Vergrößerungsspiegel ist und man wirklich jede einzelne Pore sieht, das liebe ich ja. Und dann denkt man auch überall, oh mein Gott, das sind überall Pickel, verstopfte Poren, ich muss es ausdrücken. Aber in den meisten Fällen, wenn man es einfach in Ruhe lässt, dann sieht man es nicht auf eine normale Entfernung. Niemand kommt dir so nahe, wie ich an den Spiegel rangehe, ne? Deswegen einfach mal einen Schritt zurückgehen vom Spiegel und gucken, oh, wie schaut's aus, alles gut oder nicht. Niemand hat so diesen Super-Zoom und kommt hier so nahe, als dass er das alles sehen könnte. Und vielleicht sollte man das selbst auch machen und da einfach eine gewisse Distanz halten und nicht diese 10.000-fach Vergrößerungsspiegel nutzen. Und dann lässt man sein Gesicht auch in Ruhe. Also wenn ich nicht super nah an den Spiegel rangehe, dann merke ich auch, ja, dann drücke ich gar nicht so viel dran rum. Also von daher, haltet ein bisschen Abstand zu eurem Spiegel. Und dann denkt ihr auch nicht, dass eure Haut völlig beschissen aussieht. Top-Tipp von mir! Das waren die letzten 3 Monate. Habe ich perfekte Haut? Nein. Werde ich in den nächsten 2 Monaten perfekte Haut haben? Ich glaube nicht. Ich werde weiterhin Sachen ausprobieren, gucken, was für mich funktioniert. Und werde dann vielleicht einfach mal noch ein Update für euch drehen, falls ich mal eine feste Routine habe. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Das Ganze ist kostenlos. Es bringt mir nur was, wenn ihr mich abonniert. Es freut mich nämlich sehr. Es bringt mir sehr, sehr große Freude, wenn ihr mich abonniert. Von daher macht das sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Oh, jetzt kommt hier sogar die Sonne raus. Richtig schön. Peace out.